Wir sind uns ganz klar einig, diese Folge von The God of High School war echt, echt gut. Wirklich. Im Großen und Ganzen war die Folge zu der einen Seite etwas ruhig und zum anderen Seite wirklich ein bisschen wild, muss man auch sagen hier. Also relativ okay, wenn ich ehrlich bin. Wir haben auf jeden Fall neuen Charakter ein bisschen mehr reinbekommen gesehen. Also ich werde jetzt natürlich jetzt nicht alle neuen Charakter hier ansprechen, sondern einen gewissen wichtigen Charakter und so paar wichtige Sachen. Aber im Großen und Ganzen, in der letzten Folge sah man ganz genau ja, wie halt eben schlimm Jern erwischt hat. Also so richtig schlimm es ihn erwischt hat. In der aktuellen Folge kann man halt sehen, wie er noch ärztlich behandelt wird. Ob er jetzt eigentlich tot ist oder nicht, kann man hier noch nicht genau sagen. Es wurde auch nicht irgendwie erklärt. Es hörte sich aber zum Schluss irgendwie dieser Szene ziemlich krass an, dass er irgendwie verstorben ist. Würde ich mal klar sagen. Im Allgemeinen geht das Turnier mit Gruppe A weiter und ich werde safe nicht die koreanischen Namen dieser Städte von denen nennen, weil, Digga, das bricht mir einfach alles, was in die Zunge gehört. Will ich nicht mehr. Der Fakt ist auf jeden Fall nämlich, dass in diesen einen der Teams wirklich ein wichtiger Charakter in dieser Szene gesetzt wird und zwar nämlich Park Edipio, den ich hoffentlich auch richtig ausgesprochen habe. Seine Gruppe hat auf jeden Fall den ersten Kampf verloren. Den zweiten Kampf haben die aber gewonnen. Das war ja die Cousine von den Typen. Und ja, den dritten tritt er auf jeden Fall an. By the way, eine Rant-Info ist auf jeden Fall ziemlich nice eigentlich, denn Han bekam doch noch Ärger, da er halt in diesen letzten Kampf eingesprungen ist und diese Frau da geholfen hat. Hier sollte man sagen, dass Han halt in den nächsten Kampf nicht mehr mitmachen darf, also nur den nächsten Kampf nicht. Bedeutet, Jin und Mira müssen halt wirklich ihren nächsten Kampf zu zweit alleine machen. Bedeutet, keiner von den beiden darf verlieren. Das wird wirklich spannend eigentlich. Vor allem, wenn man natürlich die ganze Folge gesehen hat, dann wird es immer noch spannender. Der Kampfstil von Epio gehört auf jeden Fall nicht sehr oft irgendwie zu sehen von den ganzen Menschen. Also die wundern sich schon, was er irgendwie drauf hat. Zuallererst setzt er erstmal so einen gewissen Haki-ähnlichen Angriff ein, der aber diesmal irgendwie nicht bei diesem Typen funktioniert hat. Also normalerweise soll es irgendwie immer funktionieren, weil ich jetzt nicht bestätigen kann. Aber okay, ich denke mal, man kann ihn glauben. Dennoch hat er mit den Händen und Fäusten treffen können. Sein Kampfstil heißt nämlich Takion und wie gesagt, hat bis jetzt noch niemand in GOT benutzt, was Gutes ist, würde ich mal sagen. Sein Gegner wurde aber auch sauer und ich denke mal, dass aus ihm nämlich so ein Chaleok auf jeden Fall rausgekommen ist, beziehungsweise er hat seins benutzt. Das war irgendwie so schwarzschattiges Ding, nicht genau, aber man muss es auch sagen, Epio ist auf jeden Fall so stark gewesen, dass er halt nicht mal seinen einsetzen musste, um gegen ihn zu gewinnen. Ja, er hat einfach gewonnen durch so einen Trick, Takio. Jin ist aber neben der Spur aktuell. Was man ihn aber gewundert hat, ist nämlich, dass Epio diesen Tiger hinter seinem Rücken hat. Und genau so einen hat auch der Großvater von Jin. Beim Nachhausegehen sprachen halt eben Mira und Han darüber, dass die wohl auch so einen Chaleok benötigen. Hier meinte Jin, dass er so etwas nicht benutzen möchte. Er will seine Kräfte von sich aus bekommen und stärker werden. Nicht irgendwo anderen ausleihen. Also er will dieses Chaleok nicht benutzen, was dann halt eher verständlich ist, auch ein bisschen. Han fragte hier aber auch Park, ob es jeder bekommen könnte. Die Antwort war auf jeden Fall nein. Auch wenn man Jahre hart trainiert hat oder kann oder so etwas, wird es auf jeden Fall nicht zu 100% sicher sein, dass du eins bekommst. Auf dem Armband sieht man ja auch diese Punkte, wo GP draufsteht. Die zeigen halt zum Beispiel das Potenzial an sich an, ob er oder der andere eben so ein Chaleok benutzen kann. Mira, Han, genauso wie Jin, sind halt eben potenzielle Menschennutzer, die das halt eben, ja, die diese Kräfte benutzen können, im Großen und Ganzen. Jin wurde aber gestrigen Tag aber auch nochmal zum Park zu sich bestellt und über seinen Großvater zu reden. Ja, im Großen und Ganzen wurde klar gemacht, dass die nicht wissen, was mit ihm passiert ist, nur dass er im Kampf gegen Nox viel Blut verloren hat und halt eben irgendwie entführt worden ist. Die können nicht genau sagen, ob der entführt worden ist, aber die können auch nicht sagen, ob der tot ist. Das ist halt eben die Sache. Jin sagt aber zu denen, dass sie sich keine Sorgen machen sollen und dass es ihnen halt eigentlich gut gehen sollte, weil es ist ja Großvater, der krass ist. Man kann ihn verstehen. Doch Jin selber hat halt eben Angst um ihn und das merkt man den Typen an. Der hat richtige Angst um seinen Großvater. Er weiß nicht, was los ist. Ey, es ist klar, verständlich, logisch. Er würde gerne natürlich nach ihm selber suchen oder auch ihm helfen, aber was soll er schon machen? Safe war es auf jeden Fall dann so, dass halt eben Jin dann Epio getroffen hat, draußen, und wie soll man halt eher sagen, die beiden haben die wirklich gekämpft. Ich denke, Epio hat ihn nur getestet. Es gab gute Schläge, Ausweichszenen und so weiter, aber ey, hier könnte man auch echt sagen, dass die beiden gleich stark sind, im Großen und Ganzen. Aber was sicher ist, Epio ist ein guter Typ.
Das kann man hier klar sagen. Jin fragt ihn aber nochmal über die Jacke aus. Ipyeong sagte halt, dass er das halt eben nur anhat, weil er Jin Taejin bewundert. Jins Großvater. Was dann wiederum irgendwie logisch war, denn darauf gab es halt eine Flashback-Szene zu Ipyeong. Nachdem halt eben einfach gesagt, sein Vater gestorben ist, gab halt eben seine Mutter ihm bei seinem Großvater ab. Und dort war er innerlich einfach zerstört. Ihm persönlich ging es ihm da halt natürlich nicht gut, weil er nicht das hatte, was er halt eben gebraucht hat. Eltern. Ganz einfach. Nach einer Zeit kam halt eben Taejin zu ihm und mit Jin als kleines Kind auf seinen Arm. Und er übergab ihn halt etwas von seinem Großvater. Das geheime Buch von Taekyeon. Also dieser Kampfstil. For real, Jins Obi ist wirklich echt cool. Aber jetzt kommt es natürlich ziemlich krass eigentlich. Nachdem da halt eben die Flashback-Story erzählt worden ist, wurde Jin von Jaegal angegriffen. Yo, Jin hat es aber nicht mal bemerkt, aber Ipyeong schon und hat ihn natürlich dann nochmal gerettet. Man sah auch, dass die beiden eine Vergangenheit haben, die echt krass war. Jaegal ist aber irgendwie danach auch wieder gegangen. Also man muss hier sagen, hier kommt noch etwas Krasses zu den beiden. Ob es halt noch im Turnier einen Kampf gibt, zu diesen beiden. Bin ich noch gespannt. Kann gut sein, wer weiß. Vielleicht kommt ja noch etwas anderes zum Vorschein. Weiß man halt natürlich auch nicht so genau, ne? Wenn man halt natürlich nur den Anime schaut. Das, was aber klar sein soll, und es ist aber wirklich so, ist nämlich, dass Ipyeong vielleicht doch ein bisschen stärker ist als Jin. Weil Jin hat den Angriff von Jaegal nicht gesehen oder gefühlt oder was auch immer. Das ist nicht gut. Mit dem Kampfrichter Q gab es aber auch noch ein paar Szenen. Eine andere Szene, wo er halt nochmal verprügelt worden ist, aber das ist egal eigentlich im Großen und Ganzen. Doch das Wichtigste war nämlich, dass er Han getroffen hat. Han meinte, dass er eben immer einen Abendessen fertig macht, wenn Q ihm beibringt, das Shellyak zu erlernen. Kann ja doch eigentlich noch witzig werden. Also ich bin mir ziemlich sicher, in den nächsten Folgen werden wir halt eben Han, Mira und was weiß ich noch alles eben mit diesem Shellyak sehen. Und jetzt mal ehrlich, hoffentlich sieht man das, weil ich will es im Anime einfach sehen. Ich will es einfach mal fucking im Anime sehen und ich bin gespannt, wie das alles da aussehen wird. Zum Schluss gab es aber noch eine Szene, wie der Großvater von Jin halt eben ihn verlassen hat. Quasi die Flashback-Szene von Jin an sich selber, die Erinnerung mit dem letzten Tag mit dem Großvater. Jetzt mal ehrlich, es war traurig. Es war wirklich traurig, wie Jin geweint hat und einfach nicht ohne seinen Großvater gehen wollte. Also wirklich, das war wirklich traurig. Aber der Großvater hatte keine andere Wahl, Leute. Ich meine, wenn er geblieben wäre, wäre Jin als Kind in Gefahr gewesen. Also er hat eigentlich auch das Richtigste gemacht. Muss man halt sagen, okay? Aber was mich natürlich selber noch ziemlich glücklich gemacht hat, ist nämlich, wie Mira und Han eben zu Jin nach Hause kamen und mit ihm seinen Geburtstag gefeiert haben. Alter, ich fand das so nice. Denn Jin ist, glaube ich, ein Typ, der nicht wirklich so gut wie Freunde hat. Also ich glaube, der hat gar keine Freunde. Und ich denke mal, der hat auch seinen Geburtstag nie wirklich gefeiert. Also ist es eigentlich etwas Cooles, ne? By the way, Jin ist nämlich 17 Jahre alt geworden. Kann man ja mal feiern. Also ehrlich jetzt, ich finde das wirklich ziemlich cool von den beiden. Also man hat echt den Spaß in beiden gesehen. Aber ich muss aber auch sagen, wenn man den Manga-Ablauf kennt, da macht mich das aber auch ein bisschen traurig. Also wirklich jetzt. Für den einen anderen, der vielleicht den Manga kennt, versteht mich vielleicht ein bisschen, aber zum Schluss ist es einfach immer so, dass es ja etwas Schlechtes noch dazu gibt. Jin bekam auf jeden Fall einen Brief mit einem Foto, wo sein Großvater drauf ist und ja, der ist anscheinend gefangen genommen worden. Wie soll man es genau sagen? Nox möchte halt eben wahrscheinlich Jin zu sich haben und nicht wirklich Jin Taiji. Das ist halt eher so das, was ich mir da vorstelle. Und wie man natürlich auch Jin kennt, kann man sich natürlich sicher sein, dass wenn Jin safe zu seinen Großvater gehen wird und ihn retten möchte, so wird er ganz klar auch irgendwie das Turnier verpassen. Knapp. Und ich denke, in der nächsten Folge wird es einen Kampf geben, wo er dabei sein soll. Mit Mira zusammen. Und das wird richtig knapp sein. Leute, die nächste Folge wird mega spannend. Ich bin auf jeden Fall gehypt drauf. Keine Ahnung wieso, aber Leute, es macht Spaß auf alle Fälle und es kann immer besser werden. Denn jetzt mal ehrlich, Jin wird seinen Großvater retten und ich denke mir, da wird echt viele geile Sachen passieren, die unnormal werden. Leute, schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge in die Kommentare. Würde mich hier natürlich mal sehr interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Jedenfalls hoffe ich doch, euch hat diese Review gefallen. Es würde mich hier natürlich nochmal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich und die Links kannst du mir gerne ein Abo da lassen.